So, Hallöchen, meine Lieben. Ich bin schon ein bisschen angepisst, weil ich bin heute total im Stress. Schon seit Tagen irgendwie habe so super viel zu tun. Und ja, dann komme ich nach Hause und dachte, okay, drehst du schnell dein Heu, damit du dein Zeug auspacken kannst. Und während ich drehe und wirklich absolut am Ende meines Videos war, also fast am Ende meines Videos war, versagt der Camcorder. Finde ich immer besonders geil. Akku leer. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen. Aber ich mache es halt gerne für euch. Ich liebe meine Hauls und zeige euch eben alles nochmal. Ich war bei DM. Eigentlich nicht wirklich geplant, weil ich war erst kürzlich, wie ihr in meinem letzten Haul von DM sehen könnt, und habe da auch 40 Euro gelassen. Das ist eine Menge Geld für so eine Drogerie. Und ich dachte, das reicht erstmal. Reicht im Grunde auch. Ich bin zu DM gegangen, weil ich Löwenzahn kaufen wollte für mein Kaninchen. Und das ist bei DM super toll. Und ja, aber das wurde wieder ein bisschen mehr. Zumindest so viel, als dass ich dachte, das lohnt sich, ein kleines Haul darüber zu machen. Und das mache ich hiermit. Dann fangen wir mal an mit was? Mit meinen Tierprodukten. Und zwar habe ich für mein Kaninchen das getreidefreies Trockenfutter gekauft. Ganz wichtig, getreidefrei. Ich weiß nicht, die Leute, die Kaninchen haben, getreidefrei bitte. Also auch überhaupt Trockenfutter ganz selten. Mein Kleiner bekommt ganz selten Trockenfutter und wenn getreidefrei. Leider gibt es in der Kaninchenhaltung noch ganz viele Fehler. Käfighaltung etc. Ich habe leider nur noch eins. Ein Kaninchen wird auch nie alleine gehalten. Das ist wirklich Qual. Meins ist leider am Sonntag gestorben und ja, will ich jetzt auch nicht drüber reden. Trauriges Thema und ja, mein Kleiner ist jetzt alleine und ich kann nicht neu vergesellschaften, weil ich leider vor 2 Tagen erfahren habe, dass mein jetziges Kaninchen, das übrig gebliebene, auch noch einen Tumor hat. Also eine schlimme Zeit, die ich gerade habe. Aber ich bin jetzt abgelenkt, ich mache jetzt mein Heu und das getreidefreie Trockenfutter für mein Baby. Dann habe ich noch Löwenzahn. Das ist natürlich getreidefrei, das ist jetzt aber generell Löwenzahn, ist ja klar. Kann ich nur empfehlen, mein Baby mag es total gern und ich finde es auch super. Das kostet, diese große Tüte hier kostet 1,69 €. Und das getreidefreie Trockenfutter kostet 1,99 €. Was aber noch günstig ist, bei Fressnapf und Co. kostet Trockenfutter 4 Euro aufwärts. Ja, dann habe ich für mein Hundebaby, für mein Mowgli, habe ich viermal so ein günstiges Nassfutter gekauft. Ach Mann, ich kann es gar nicht halten hier. Und zwar das. Und zwar dein Bestes mit Rind und Gemüse, mit Kalb und Pute. Und zwar in Soße. Mir ist aufgefallen, dass mein Baby das nicht so gerne mag, so diese Pasteten. Mir fiel einfach auf, dass er ganz gern so das in Soße mag. Also bekommt er das in Soße. Da will ich ihm gleich mal was geben. Ich habe eine Zeit lang dieses teure gekauft, so Cäsar und Co. Und teuer ist nicht unbedingt immer gut, wenn man mal hinten liest, was bei den Zutaten steht. Ist Cäsar auch nicht unbedingt der Burner. Also was jetzt den Fleischanteil betrifft und so. Nun kommen wir zu meinen Sachen und zwar, was die Frau eben nun mal leider braucht. Binden. Töre. Ich finde die persönlich am besten. Ich brauche diese teuren nicht, weil ich mit diesen Binden, die benutze ich schon sehr, sehr lange, sehr zufrieden bin mit Aloe Vera. Ganz normale Binden, die sind super schön dünn und haben Flügel, das ist ganz wichtig. Ich darf aus gesundheitlichen Gründen keine Tampons benutzen, muss ich auch nicht, will ich auch nicht. Und deswegen benutze ich Binden, und zwar die von Jess. Jessa. Oh, Jessa. Okay, von Jessa. Da, wenn ich bei DM bin, nehme ich mir auch mal gleich 2 Packen mit oder so. Braucht man immer. Und ich meine, da sind 16 Stück drin. Und das geht meistens ja in einer Periodenzeit teilweise auch drauf. Ja, ich benutze eigentlich Rasierschaum, habe aktuell einen Rasierschaum im Badezimmer zu stehen, was eigentlich für Männer gedacht, für Männer ist. Riecht aber super toll und habe mir aber jetzt doch mal was für Frauen mitgebracht. Und zwar das Rasiergel Blueberry Love.
Das kennt ihr auch alle. Ich möchte ungern meine Nägel zeigen, weil die wollte ich eigentlich heute noch lackieren. Das werde ich auch tun. Aber bis jetzt, wie gesagt, war ich im Mörderstress. Aber nachher werden meine Nägel fein lackiert. Ja, das Rasiergel. Ich kenne es noch nicht. Ich bin gespannt, wie es ist. Mit Blaubeerenduft. Ich konnte natürlich im Laden jetzt nicht so sonderbar dran schnuppern. Ich habe, man kann da drauf drücken, aber dann macht man da eine Schweinerei. Ich bin gespannt, wie es ist, weil ich Gel jetzt so noch gar nicht probiert habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es angenehmer ist als Schaum. Also, wobei Schaum ist auch ganz okay. Dann habe ich mir mitgenommen für mein Rücksäckchen oder für mein Täschchen, für unterwegs, Reinigungstücher für 95 Cent. Das ist für alle Hauttypen. Für unterwegs, naja. Wobei ich hinterher gemerkt habe, eigentlich blöd, die kosten 95 Cent. Und ich habe hinterher gesehen, da sind 10 Stück drin, was nicht wirklich viel ist. Und die mit 25 Stück, die ich immer zum Abschminken benutze, kosten 1,25. 25 Stück, 1,25, 10 Stück, 95 Cent. Sollte man also überlegen, ob man sich nicht gleich die große ruft. Dann gibt es hier noch eine Hand- und Nailcreme mit Arganöl. Die hat allerdings mein bester Freund sich mitgenommen. Der war bei heute und hat sich die mitgenommen und meinte, er schwört drauf. Er hat Probleme mit der Nagelhaut. Die ist bei ihm immer so ein bisschen wündlich und entzündlich und naja, Männer alt. Ja, wenn die einen Schnuppen haben, sind die ja schon halb tot. Ja. Und er hat gesagt, die ist super toll. Ich habe die vorhin, ich war ja schon am Drehen, habe die mal probiert. Ich persönlich finde die ein bisschen zu dünn. Ich mag gerne so dicke Creme, zum Beispiel die Nivea aus der blauen Dose, die normale Nivea Standardcreme, die finde ich persönlich toll. Die benutze ich hauptsächlich mehrmals am Tag, weil die schön dick ist. Ich mag diese dünnen Lotions nicht. Irgendwie vertrage ich die nicht gut. Kann ich nicht sagen, warum. Und leider sind die Handcremes meistens so eine dünne Lotions. Das ist, ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding. Die hinterlassen so ein, als ob die Hände schwitzen, Gefühl. Das mag ich nicht. Aber ich kann sagen, irgendwie hat er mich auf die Idee gebracht, mir trotzdem vielleicht auch mal diese Creme zu holen, weil die eben auch für Nägel ist. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil die meisten Handcremes sind halt Handcremes und die Handcremes und die ist auch für Nägel. Und ich muss sagen, mit Arganöl, der Duft gefällt mir sehr gut und das sage ich nicht nur so. Ich bin Geruchsfetischist und wenn ich sage, das riecht gut, dann riecht es auch gut. Ja, dann habe ich mir was zu Waren mitgenommen. Die kennen wir ja alle. 55 Cent. Granatapfel. Ist jetzt irgendwie total der Hype in diesem Winter, oder? Also noch haben wir Herbst. Aber ich habe zum Beispiel sogar ein Raumspray mit Granatapfel. Und das riecht man, ey Leute, das riecht so geil. Das riecht man durch diese Tüte. Und ja, und das Tolle ist, ich mache meine Badewanne nie ganz voll. Brauche ich nicht, weil ich bin jetzt nicht so der Bademensch. Also ich bade gerne, aber ich bin nicht der Typ, der da jetzt eine Stunde in der Badewanne liegen kann. Sondern im Endeffekt hänge ich vielleicht eine Viertelstunde drin, mache mein Körperprogramm und dann hüpfe ich auch wieder raus. Deswegen lohnt sich das nicht, eine ganze Tüte zu verwenden. Ich mache die Wanne noch nicht mal halb voll. Da kommt eine halbe Tüte rein und deswegen kann ich das für zwei Bäder benutzen. Riecht sehr toll. Ich glaube, das ist ein schönes Badegefühl. Schlussendlich habe ich mir dann noch die gekauft. Ich habe mir neulich einfach mal von Rewe, genau, da war ich bei Rewe und habe mir einfach Babyfeuchttücher gekauft und dachte, naja, versuchst du mal, die kannst du benutzen zum Abschminken. Vertrage ich aber irgendwie nicht so gut. Ich bin an den Augen sehr empfindlich und habe mir jetzt wieder meine Reinigungstücher geholt, das ist extra für trockene und sensible Haut. Die vertrage ich persönlich am besten. Ich finde es schade, dass immer nur 25 Stück drin sind. Kostet 1,25 und 25 Stück, wenn man zwei am Tag benutzt. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, morgens lasse ich das weg. Da wasche ich mein Gesicht eben mit meinen Balea-Produkten und nehme es wirklich ausschließlich, um abends meine Äuglein abzuschminken. Dazu habe ich mir allerdings als Test, ich habe, wie gesagt, eigentlich nur die Reinigungstücher zum Abschminken und habe mir jetzt aber mal Augen-Make-up-Entferner-Pads mitgenommen mit Aloe Vera. Ölfrei. Ich vertrage diese Ölgeschichten nicht an meinem Auge und wie gesagt, kenne ich noch nicht, möchte ich aber unbedingt mal ausprobieren. Die kam 95 Cent. Ja, Wattepad braucht man da ja nicht. Da braucht man ja einfach nur so ein Pad abschminken und gut ist.
Da gab es ja auch also ölfreies Make-up-Entferner flüssig. Das kam aber über 1 Euro und ich dachte, nö, nimmst du mal die günstige Variante. Ist auch, wie gesagt, mit Aloe Vera und ölfrei. Und ich finde 50 Stück für 95 Cent ganz gut. Ich bin gespannt. Ich kenne sie nicht. Wenn jemand die kennt, würde ich mich freuen, ne, unten in den Kommis, wenn ihr zu berichten habt. Ja, kennen wir alle. Purple Kisses habe ich auch als Duschgel. Und ursprünglich habe ich jetzt auch gerade im Bad meine Seife zu stehen. Aber die musste einfach mit. Für 65 Cent kann man nichts falsch machen. Weil ich mag das Duschgel total gern und habe mir deswegen nochmal eine Handseife mitgenommen. Dann habe ich mir noch mitgenommen, mal wieder. Ich habe ja mittlerweile 3 Balea Labellos und 2 Babylips zu stehen. Aber jetzt habe ich mir noch von Balea Sweet Kisses mitgenommen. Und zwar dieses. Ich fand das total neckisch irgendwie, ne? So mit der Farbe. Das habe ich schon aufgemacht, weil ich euch das vorhin auch schon gezeigt habe, als meine Kamera versagt hat. Das sieht aus wie so ein bunter Lutscher, wo man so reinbeißen möchte, ne? So, gerade so, passt so gerade zu Weihnachten. So. Riecht gut, das ist Erdbeer-Banane. Sehr schön. Wobei ich im Moment total auf Babylips abfahre, weil die eben auch ein bisschen Farbe abgeben. Zumindest die beiden, die ich habe. Und aber das musste mit, weiß ich nicht, weil ich es einfach schön fand. Und ich stehe im Moment auf Labellos. Man kann einfach nicht umkommen. Ich stehe so sehr auf Balea, wenn ich bei DM arbeiten würde. Puh, besser nicht. Ja, Nagellack habe ich ja nicht schon genug. Und zwar habe ich euch schon im Haul erzählt, ich habe immer die P2 Nagellacke, die finde ich auch klasse. Aber mittlerweile habe ich von P2 alle Farben, die mir so gefallen und bin jetzt umgestiegen auf Essence. Die Color & Ghost, die haben auch super tolle Farben, viele davon habe ich noch nicht. Und deswegen kaufe ich da jetzt. Ne? Ich habe mir neulich auch wieder einen mitgenommen, nee, 2. Und jetzt habe ich von Essence den Color & Go. Das ist so ein ganz zartes, helles Lila und mit so einem schönen Glitter-Effekt irgendwie. Ich weiß nicht, meine Kamera fokussiert das nicht, ne? Die Farbe verändert sich hier ständig rot. Irgendwie, ich sag ja, diese Kameras, die machen mich hier irre. Egal. Ist auf jeden Fall so ein leichtes Lila. Vielleicht stresst die Lampe hier hoch. Ein helles Lila mit so Glitzereffekt. Fand ich ganz schön. Und ich finde die Essence-Nagellacke total geil, weil die auch wirklich günstig sind. 1,55. Und das teuerste Produkt, was ich mir heute geholt habe, Beauty-Effekt. Und zwar Hyaluron-Buster oder Booster oder was auch immer. Das ist auch so wieder für die kleinen Fältchen. Falls jemand dieses Produkt kennt, darf er sich gerne in den Kommis äußern. Das würde mich sehr, sehr interessieren, ob das wirklich irgendwie was bringt, weil immerhin kostet das Produkt 4 Euro. Ich habe lange überlegt, aber ich wollte es einfach mal austesten. Wer nicht probiert, oder wie sagt man, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist eben für, das macht man wohl direkt auch nur auf die Stellen, wo eben so ein paar Fältchen sind, so Lachfältchen, also steht auch drauf, dass man das so benutzt. Und ich meine, 4 Euro ist natürlich auch eine Nummer, ne? Weil wenn man jetzt so bedenkt, dass die Flasche jetzt auch nicht gerade sehr groß ist, finde ich ein bisschen hoppig. Aber wenn es denn hilft, ist es ja okay. Ne? Wobei ich denke mal, gegen Fältchen juckt es einfach nichts. Wenn man alt wird, wird man alt. Und ich gehe jetzt auf die 40 zu. Also ich bin bei 40 in 4 Monaten, um genau zu sagen. Oder genau zu sein. Ich werde immer jünger geschätzt. Ist natürlich fein, freut mich auch. Aber ich bin nun mal leider 40 und
Fast 40. Und an manchen Städten so. Gerade so immer in diesen, hier so, naja, hier hat man dann immer so, also bei auf der Stirn geht es, aber hier so an den Augen so ein bisschen Fältchen und hier Lachfalten, wie man so schön sagt. Ja, 4 Euro. Also wenn jemand Erfahrung hat, würde mich echt freuen, wenn ihr kommentiert. Ich möchte es mal ausprobieren und gerne mache ich darüber auch in der Phase des Probierens Review oder wie nennt sich das? Naja, so ein... Also ich kann es testen und berichten in einem Video, ob ich irgendwie was spüre. Aber ich denke, von heute auf morgen wird auch nicht viel passieren. Oh, ich sehe gerade, es ist sogar Altersempfehlung 35 bis 45. Ja, passiert ja hin, wa? Man fokussiert die Kamera auch mal, oder was? Muss mir jetzt zusammenreißen, dass ich hier vor der Kamera nicht einen Anfall bekomme und die Kamera irgendwo echt in der Ecke knalle. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Naja, jedenfalls kleine Mengen Hyaluron-Booster morgens und abends nach der Reinigung gezielt auf die Falten auftragen. Zum Beispiel Mimikfältchen, Augen- und Lippenpartie, das ist das, was ich ja meinte. Bei mir ist es, sind es auch so, ist es hier so die Lippenpartie, Lippenpartie und hier bitte die Äuglein. Ja, sanft einmassieren, ideal als Make-up-Unterlage. Ich bin gespannt, wie ich das vertrage, weil ich, wie gesagt, immer sehr pingelig bin in meinem Gesicht. Und vor allem, ob ich irgendwie was spüre. Das war mein DM-Hol. Klein, aber fein. Trotzdem geht das Video fast 20 Minuten. Naja, man labert ja auch wie ein Wasserfall. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Daumen hoch, würde mich freuen. Daumen runter, jedem das seine. Wenn ihr das Video scheiße findet, dann seht ihr halt so. Ja, und ansonsten gibt es mich jetzt auch bei Instagram. Unter Weltrose1975, genauso hier wie bei YouTube. Der Link zu Instagram ist aber tatsächlich auch in meiner Kanalinfo hier bei YouTube. So, ihr Lieben, das war's von mir und ich freue mich bis bald. Also, ich hoffe bis bald. Obwohl, ich sollte mal ein bisschen kürzer treten mit Shoppen. Aber man kann ja auch mal andere Videos drehen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir haben es jetzt abends, zumindest hier in der Zeit, wo ich drehe, 19 Uhr genau. Und ich habe jetzt Feierabend. Bye bye, ihr Lieben.